Hallo, wir sind hier im Stallbüro des CSIO St. Gallen 2018 und ich begleite euch jetzt kurz durch den Stall und erkläre euch ein paar Sachen. Wir beginnen hier. So sieht's aus. Wir teilen die Pferde eine Woche vorher ein. Wir stimmen das farblich ab. Wir haben dieses Jahr in Pink die Hengste, in Gelb die Stuten und in Grün die Wallache. Um euch das alles ein bisschen zu zeigen und aufzuklären, gehen wir jetzt in die Stallungen. Das ist die Zutrittskontrolle. Die führen wir 24 Stunden, also auch in der Nacht stehen immer Leute hier, die Unbefugten den Zutritt zu den Pferden verbieten. Hier sind wir in den Stallungen bei den Pferden. Wir haben zwei Zelte mit 5000 Quadratmeter Fläche, wo wir 200 Pferdeboxen aufbauen, wovon wir 150 mit Pferden besetzt haben. Den Rest machen wir für die Pfleger als Tackboxen, wo sie ihr Material reinmachen können oder wo sie die Pferde auch vorbereiten können. Da wir in CSIO sind und auch einen Nationenpreis haben, versuchen wir, die Stallungen so einzuteilen, dass wir die Nationen zusammenbringen. Hier Neuseeland. Wir haben aber auch einige Einzelreiter, wie hier aus China, auf der anderen Seite aus Portugal oder in den Stallungen aus Schweden oder aus der Tschechoslowakei. Hier haben wir die Länder, hier haben wir die Franzosen, dann geht es weiter hinauf zu den Brasilianern und was wir noch haben, Belgier, Deutsche. Wir haben 8 Nationen für sonntags den Nationenpreis. Um die Pferde auch gut zu betreuen, pflegen wir ein gutes Verhältnis zu den Pflegern, die auch nahe den Stallungen wohnen. Wir sind hier auf dem Parkplatz hinter dem Zelt, wo alle Transporter, alle LKWs stehen, wo die Pfleger wohnen. Die sind sehr komfortabel eingerichtet, also sprich, die haben eine Dusche, die haben eine Kochnische und die schlafen, die haben Heizungen. Die sind in 24 Stunden hier. Die meisten kommen dienstags, eventuell erst mittwochs, die Vorwoche, und stallen ihre Pferde ein, wo wir ihnen auch vorgängig alles Futter, sprich Heu oder Stroh, auch die Einscheu zur Verfügung stellen.